mit Jesus Urlauber. Ja, jetzt funktioniert. Hier ist der Guru nochmal, ne? Der neue, selbstgebackene. Und weil ich ja jetzt Guru bin, ne, und eine eigene Religion dann ja auch brauche, ne? Klar. Habe ich das Manifest der Religion der alles umfassenden Liebe geschrieben und will sie hier mal gerade vorlesen, damit ich selber noch vor allen Dingen immer wieder mal anhören kann, als MP3 runterladen und im Auto anhören, damit ich sie immer wieder auf dem Schirm habe und sie als Teil in meine Wahrnehmung, als festen Teil in meine Wahrnehmung einbauen kann. Die Religion der alles umfassenden Liebe baut sich auf folgenden Glaubensgrundsätzen auf. Erstens, es gibt keinen von mir selbst getrennten Gott. Gott ist in allem und jedem, ist das Leben, die Liebe selbst, die sich in allem ausdrückt und erfährt, was existiert und nicht existiert. Gott ist alles, eine Einheit, von der auch ich ein Teil bin. Zweitens, jedes kleinste Teilchen dieses Ganzen hat seine Aufgabe, die uns alle gleich wichtig macht. Nichts und niemand ist gewöhnlich. Alles, was ich mir anschaue, ist ein Teil von mir, da ich mit allem verbunden bin. Drittens, Sinn des Lebens ist nicht glücklich zu sein, sondern zu erleben. Doch das Leben strebt jederzeit nach Harmonie und um die zu erreichen, ist nichts weiter nötig, als das, was man tun möchte, so zu tun, dass dabei kein Schaden entsteht. Kein Schaden, kein Kläger. Viertens. Deswegen ist es mir nicht dienlich, fremde Autoritäten anzuerkennen, da sie nur eine Illusion sind. Meine natürliche Autorität bin ich, und ich allein bin verantwortlich für mein Leben. Fünftens. Was passiert, ist Gottes Wille. Ich füge mich diesem Willen willenlos und so kann ich all meine Erlebnisse als Geschenke Gottes wahrnehmen. Alles ist richtig. Sechstens. Ich kann niemanden belügen außer mir selbst. Es ist zu meinem eigenen Vorteil, dass ich die Wahrnehmung und Wahrgebung eins werden lasse. So wird meine Welt harmonisch. Das muss nicht bedeuten, dass das dann jeder andere in dieser Welt auch so wahrnimmt. Das ist aber auch nicht meine Angelegenheit. Siebtens. Liebe ist immer. In uns allen. Wir können sie nur da sehen, wo wir sie auch hinprojizieren, daher erscheint es oft, als sei sie nur selten zu finden. Projiziere ich sie in alles, sehe ich sie in allem. Achtens, das Leben ist wie ein Film, in dem wir alle unsere scheinbar kleinen und großen Rollen spielen. Es macht keinen Sinn, sich mit diesen Rollen übermäßig zu identifizieren, wenn man wissen will, wer man ist. Neuntens. Ich habe alles, was ich brauche. Ich muss nur gucken, was ich damit im jeweiligen Moment machen kann. Das ersetzt Mangel durch Fülle. Zehntens. Ich bin ich und sonst nichts. Und dieses Ich kann ich in jedem Moment neu definieren. Ja, so viel dazu. Dreimal täglich ist eine gute Dosis. Hat man es in 3 Wochen locker drauf. Jesus!